Ein paar wichtigste News des Tages rasch zusammengefasst in wenigen Minuten. Tucker Carlson interviewt Putin. Er kündigt das in 4 Minuten an. Allein diese 4 Minuten Ankündigung sorgen schon für Schnappatmung unter den staatsnahen Medien, auch hier in Deutschland und international. Nikki Haley verliert bei einer US-Vorwahl in Nevada gegen keiner dieser Kandidaten, dieses Kreuzchen. Trump war nicht auf der Liste, sie selber hat 32% bekommen, weniger aber als dieses famöse keiner dieser Kandidaten, der zur Wahl stand. Stromausfall in Kiew nach Luftangriffen. Selenskyj will seine Armee umbauen, Saluschny loswerden, den Armeechef, aber da ist die Bevölkerung dagegen. Sein Heldenstatus bröckelt langsam. Es Fleischsteuer von Özdemir geplant in Deutschland, also die Umerziehung der Deutschen zu veganer Ernährung hin, ist weiterhin natürlich eine rechte Verschwörungstheorie, die wollen wir hier nicht weiter verbreiten, aber jetzt eine neue Fleisch- und Wurststeuer, also ist geplant und entworfen. Krupalla war bei Lanz, hat sich wohl gut geschlagen, wer schaut das noch an, hoffentlich wenige dieses Tribunalartige, alle gegen einen. Nachdem aber hat aber Fährt diese Woche das jetzt auch schon gemacht, hat gestern Lanz. Es ist also eine kleine Häufung unter den Einladungen. Man hofft wohl, dass man hier ein Zeichen setzen kann und möglichst noch mehr draufhauen kann im Moment. Strom in Deutschland ist mit Abstand am höchsten unter den G20-Staaten, 31,8 Cent pro Kilowattstunde im Schnitt. Zum Vergleich, Russland sind es 5 Cent, die Frankreich 18 Cent zum Beispiel. Nur, als dass man eine kleine Orientierung hat, was wir hier an Steuern und an Irrsinn bezahlen. Die Industrieverbände in Deutschland warnen daraufhin auch, es droht ein Flächenbrand.